Eltern als Schnee. Die Zeit, es ist 7.04 Uhr. Guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Wir fahren heute nach Duisburg und von Duisburg geht es über den Rheinradweg nach Rotterdam. Jo, wir planen eine Etappenradtour Deluxe für Anfänger. Bikepacking sagt man ja heute. Für Anfänger deswegen, weil die Gesamtstrecke nur 82 Kilometer lang ist und weil wir uns das in 4 Etappen ausgedacht haben, also auch nicht ganz so viele. Ja, Deluxe deswegen, weil wir nicht in Zelten schlafen, sondern in schönen Unterkünften, die wir uns vorher gemietet oder angemietet haben. Und mit Deluxe wird es wahrscheinlich nicht ganz so viel werden, weil wir hatten einen Wintereinbruch. Genau, wir sind losgefahren bei minus 8 Grad. Und sind jetzt bei minus 1,5, also sehr, sehr kalt. Es wird also besser, müssen wir jetzt durch. Wir haben die Urlaubstage so geplant, da können wir nichts machen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Startpunkt nach Duisburg. Das ist für uns, ich sag mal, 2 Stunden 15 entfernt mit dem Auto. Wird noch ein Momentchen dauern. Deswegen, wir melden uns vom Startpunkt wieder, dann laden wir die Fahrräder ab. Bis dahin nochmal ganz kurzes Intro. Ja, wir sind jetzt hier angekommen an unserem Startpunkt in Duisburg. Wir sind hier bei Kilometer 870 war es, glaube ich, gegenüber vom Rheinorange. Das ist nämlich genau der Punkt, wo die Ruhr in den Rhein fließt. Stehen wir auf westlicher Rheinseite und wir werden jetzt so in die Richtung unsere Radtour beginnen mit unserer ersten Etappe, die über Wesel, über Xanten nach Emmerich geht. Das sind ungefähr 80 Kilometer und das Wetter sieht doch nochmal ganz anders da aus, als wie wir vor 2 Stunden hergefahren sind. Ja, man kann es aushalten. Ne? Genau. Schwenkt noch mal ein bisschen kurz rum. Also hier geht es weiter dann Richtung Arnheim nach Rotterdam. Jetzt sieht man es nicht wegen dem Sonnenlicht. Da vorne fließt die Ruhr in den Rhein und da steht auch das Rheinorange. Wenn das zu sehr blendet, muss ich mal andere Bilder einpflegen. Und hier vorne, wenn man da den Rhein lang schwimmen würde, käme man irgendwo zur Quelle. So, wir machen uns jetzt auf unsere Fahrräder. Die stehen da drüben. Und dann gebe ich die Tourdaten nochmal ein und dann geht es auch schon los. Aber mit dem Parkplatz war super, oder? Ja. Hammer.
die Kanne hat versagt. Ja. Hat mich dicht gehalten oder nicht warm gehalten? Hat nicht gemacht, was du sollst, was du so schön sagst. Tja, wo haben wir jetzt unser Picknickplätzchen gefunden? Erst wollten wir vom Bogenhäuschen machen in Xanten und jetzt sind wir in der Touristenunterkunft und wärmen uns ein bisschen auf. Ja, es gibt ja auch schöne Kaffees hier und Eisdielen und so, aber nach Eisdielen ist es gar nicht. Heute nicht. Schön Wetter gerne. Ja, Xanten sieht schön aus, ne? Innenstadt alles, ne? Ja. Gestern Abend um 20.07 Uhr haben wir hier in Emmerich unsere erste Etappe beendet, 76 Kilometer. Unterwegs waren wir insgesamt fast 9 Stunden. Da wird sich der eine oder andere sagen, Mensch, die haben sich wirklich viel Zeit gelassen. Aber jetzt können wir es euch ja sagen, wir sind gar keine erfahrenen Bikepacker, sondern haben das einfach mal so probiert. Und dann ist der Wintereinbruch ja noch da und das hat es noch besonders zu schaffen gemacht. Es war sehr kalt und sehr viel Gegenwind. Ne? Das ist also nicht zu verachten, immer wieder Gegenwind. Das ist schon bei der Kälte so anstrengend. Ja, das war doch, das hat uns ein bisschen, da fährt man rückwärts, haben wir fast gedacht. Jetzt haben wir 15 km/h pro Stunde probiert, da muss man sich manchmal ganz schön quälen mit dem Gepäck. Das sind wir so nicht gewohnt, wir wohnen eher hügeliger, da ist das anders, da weiß man nach dem Berg, was man gemacht hat. Der Bushaltestelle hatten auch Schnee und Graupel schon mal. Ja, alles dabei. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, in der ersten Etappe mehr Glück als Verstand gehabt. Jo, was passiert heute? Heute fahren wir weiter nach Amarogen, glaube ich, an Arnheim vorbei. Amarant habe ich mir gemerkt. Naja, sind auch noch mal 71 Kilometer. Mal gucken, wie das heute klappt. Und auch das Wetter heute. Da habe ich die blanke Angst. Ja, aber danach wird es dann ruhiger. So, wir stärken uns noch ein bisschen und dann geht's schon los. So, präparieren für die zweite Etappe. Bitte, was hast du gesagt? Präparieren für die zweite Etappe. Ja. So sieht's aus. Wettermäßig, es windet ganz gut. Ein bisschen Sturm angesagt, Regen und Schnee und immer noch kalt. Ja, sehr weit sind wir noch nicht gekommen. Keine 500 Meter. Haben uns die Überdachung hier nochmal ausgenutzt, um diese Regensachen anzuziehen. Das hat keinen Zweck. Es wird uns Regen und Wind, Schnee begleiten. Sind wir noch präpariert mit den richtigen Überziehern, Regenhose, Helmschutz. Könnte funktionieren. So, Start Etappe 2, Klapper die zweite. Hammerwindig, richtiger Sturm. Kein Wind mehr, der Sturm. Wir wollten eine Radtour machen, keine Segeltour. Im Sommer ist überall schön, Simone. Aber ich denke, im Sommer ist hier richtig schön. Überall Wasser, hier kannst du Fahrrad fahren. Ja. Richtig schön ist das hier im Sommer. Ja, ist wirklich top. Fällt dir auf, dass du keiner uns entgegenkommt?
keiner hinter uns ist. Wir finden auch nicht so viele Bikepacker oder Etappenradfahrer, kaum. Wir haben jetzt noch eine Stelle erwischt, die jungen Leute auch nicht. Wo man so ein bisschen mal Luft hat, hätte ich beinahe gesagt. An den Bäumen kann man noch erkennen, was hier los ist. Mhm. Das ist wirklich der Hammer. Das ist echt eine Prüfung hier. Ja, kann man sagen. Ich kann kaum Aufnahmen machen zwischendurch, weil ich wirklich das Fahrrad festhalten muss. In dem Deich kurz vor Spalk, hinter Spalk, da ist uns fast vom Fahrrad gerissen. Jetzt dreimal. Und jetzt? Ja, meine Fahrradtasche sind fast nass. Machen wir ein Stück weiter. Mal ein windstilleres Plätzchen gefunden. Das hat auch im Moment aufgehört zu pieseln. Für ein Picknick ist ja nichts, was man überdacht ist, wo man sich mal hinsetzen könnte. Die ganze Zeit dem Wetter ausgesetzt. Naja, jetzt erstmal noch so ein paar Reste gestern vom Griechen. Verstärkung. Dann überlegen wir, was wir machen. Wir denken über Alternativen nach. Ob wir vielleicht von Arnheim mit dem Bötchen nach Aronagon oder Aronagen fahren. So langsam zieht uns die Kräfte raus. Der Regen ist nicht so schlimm, wir haben gute Regenkleidung, die hält echt was ab. Aber Sturm. Der Wind, also der Sturm, es ist Sturm. Auf dem Deich langfahren, das ist der Hammer. Das ist wirklich, das 60 bis 80 km/h Böen habe ich gesehen. Ja. Wurden angezeigt, das ist nicht mehr feierlich. Ja. Es legt einen vom Fahrrad und dreimal vom Weg. Wenn es jetzt noch so ein Schiffchen zu das Ziel bringen könnte, da können wir uns mal erkundigen, ob es da die Möglichkeit gibt. Cool. Also, weißt du, ein Raum, guck mal, also ein Raum, mittendrin die Dusche, oder? Ja, mega cool. Schön gelöst. Und dann hier im Dachgiebel. Ja. Das ist schon geil. Also absolut gemütlich. Also. Geil gemacht. Und du kannst durch die Dusche? Ja, kannst du durchgucken. Dusche, kannst du durchgucken und könntest dann ins Bettchen gucken. Also es gefällt mir. Das ist wirklich praktisch. Gestern die Etappe, die hätte 71 Kilometer lang sein sollen, von Emmerich am Rhein nach Ammerrogen. Wir hatten extremes Wetter, wirklich extremes Wetter, nicht nur Dauerregen, sondern auch richtig Sturm, 60 bis 70 km/h schnell, hatte ich gelesen. Und da mussten wir umswitchen und sind dann nach 40 Kilometer in Arnheim, haben uns überlegt, dass wir den Zug nehmen
Und zwar in Richtung Utrecht. Auf der Hälfte der Strecke sind wir ausgestiegen, um dann die letzten 10 Kilometer nach hier hin zu fahren. Das sind dann insgesamt 51 Kilometer gewesen. Eigentlich überhaupt nicht viel. Aber unter den Bedingungen war das schon ganz ordentlich. Und wir sind deswegen so spät angekommen, gestern schon fast im Dunkeln. Weil, das wussten wir auch nicht, man in der Rush-Hour in den Niederlanden kein Fahrrad mit in den Zug nehmen durfte. Deshalb musste man bis 6:45 warten, bis wir in den Zug einsteigen konnten. Haben uns dann am Bahnhof noch ein bisschen trocken gemacht, ausgeruht und Kaffee getrunken, hat schon gepasst. Ja, dann haben wir eine schöne Unterkunft hier genossen, haben gestern noch was Leckeres gegessen. Jetzt haben wir das Frühstück eingenommen und werden uns gleich weitermachen auf die nächste Etappe nach Sliwijk. Oder sowas. Was ist das? Alpha Hä. Ob man das benutzen darf? Eine riesen Mikrowelle. Ja, wir packen jetzt gerade noch die letzten Sachen zusammen. Es geht nämlich weiter auf die letzte Etappe. Heute geht es zum Finish nach Rotterdam. Das ist heute die kürzeste Etappe von allen, die wir dann gemacht haben, mit nur 49 Kilometern. Richtig viel Angst haben wir davor auch nicht mehr, weil noch schlimmer kann es kaum werden vom Wetter. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, von Dordrecht oder von Kinderdijk sogar auch das Bötchen zu benutzen. Also können wir alles offen halten. Freuen wir uns schon drauf. Die Tour gestern war ja sehr markant. Das waren auch so 56 Kilometer, die wir gefahren sind. Und wettermäßig alles wieder dabei gewesen. Wind, Sturm, Regen. Und wir konnten da nicht viel Bilder zwischendurch machen. Und auch das Picknick war nur im Stehen, mal eben schnell ins Brot beißen. Mehr war leider nicht drin. Leerdamm hätten wir uns gerne näher angeguckt. Naja, und dann wollten wir zum Schluss, kurz vor Ziel, nochmal die Fähre nehmen. Und die war dann nicht mehr da. Da muss man dann umdisponieren und sind nach Groningen gefahren. Übrigens ein sehr schönes Städtchen, zum Glück haben wir uns das auch angucken können. Und sind da mit der Fähre rübergefahren. Hat dann soweit geklappt, war auch kein großer Umweg eigentlich. Ja, jetzt sammeln wir uns noch und dann geht's weiter. Thank you.
Diesmal fährt die Fähre. Schön. Rotterdam, wir kommen. Langsam aber sicher. Ja, Stück für Stück kämpfen wir uns vor. Hier. Ja, das wäre der Weg, den wir machen müssten. Einfach um über die Flüsse rüber zu kommen. Ist aber gesperrt, warum auch immer. Und da steht, wenn ich das so richtig sehe, dass wir eine andere Brücke nehmen müssen. Und in 2 Kilometer Entfernung wäre noch da eine. Naja. Muss mit den Widerungen der Tour umgehen. Wetter, Umleitung, fehlende Fähren. Jo, das ist die andere Brücke, die wir jetzt endlich gefunden haben. Da mussten wir einen kleinen Umweg fahren von mehreren Kilometern und müssen dann noch eine Schleife länger wieder zurück machen, da wo wir hinwollen. Das hat uns jetzt ein paar Kilometer insgesamt gekostet. Aber wir haben den Übergang gefunden, es hat geklappt. Ja, der kleine Mann in meinem Ohr, der sagt mir immer umdrehen, umdrehen. Aber jetzt hat er's. Jo, wenn wir auf der Brücke sind, dann wird es bestimmt gleich wieder schön windig werden. Man hört es hier noch so ein bisschen an den Bäumen. Wir haben hier die wahrscheinlich einzige Überdachung in den Niederlanden gefunden, wo man sich mal ein bisschen geschützt hinstellen kann. Das stimmt. Sonst so auf freiem Feld völlig unmöglich. Ne? Das ist ja. Dem Wetter ausgesetzt, ist gnadenlos. Ja. Wir haben gerade der Versuchung widerstanden, mit dem Powerboot hier von Kinderdijk nach Rotterdam zu fahren. Wir wollen es ehrenvoll beenden und nehmen nur die Fähre, um überzusetzen und werden dann den Finish antreten. Die letzten, was waren es? 15, 14 Kilometer. Ja. Wir wollen unbedingt über diese Brücke fahren. Erasmusbrücke. Da kriegen wir jetzt auch noch hin. Prost. Prost! Hat ein bisschen gekleckert, aber ist mir scheißegal. Er knallt bestimmt jetzt voll rein. Egal, Prost, haben wir es verdient. Jawohl. Also bei so einer Tour nach so einem Wetter, oder bei so einem Wetter, ist man entweder danach geschieden oder man ist immer, bleibt immer, für immer zusammen, glaube ich. Geschafft. Schweiß zusammen, ja. Erlebnisse schweißen zusammen. So ist es.
immer noch am Regnen. Wir haben Abreisetag. Wir setzen uns gleich in den Zug von Rotterdam Hauptbahnhof oder Zentrum heißt es ja hier, über Utrecht nach Arnheim und dann zurück nach Duisburg. Die Stadt hat uns super gut gefallen bei der Einfahrt, trotz der widrigen Wetterverhältnisse. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen und uns das in Ruhe angucken. Genau, gibt viel zu sehen hier. Gibt mega viel zu sehen und das, was wir aufgezeichnet haben oder das Navi aufgezeichnet hat, waren 242 Kilometer. Das ist gar nicht so gar viel, aber unter den Umständen hier mit dem Wetter, mit dem Sturm und was wir so hatten, denke ich, für Etappenradfahrer, Anfänger wie uns, war das doch okay, ja. Okay, ja. Machen wir nicht jeden Tag, ne? Machen wir nicht jeden Tag, so. Also sind wir eigentlich mehr so im Wandern zu Hause oder in anderen Sachen. Wir kommen wie gesagt bei besserem Wetter nochmal wieder. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann schaltet wieder ein beim nächsten Video und wir sagen einfach mal Tschüss.